Also ich brauche ihn nicht. Die 200 brauche ich überhaupt nicht. Die 500 sind zwar praktisch bei großen Zahlungen, aber damit gehe ich nicht spazieren. Nicht viel, weil es ist angenehm, wenn man ein bisschen was zu Hause hat und nicht so viel Kleingeld. Ich liebe ihn. Das wäre mir komplett egal, weil ich ja kaum einen sehe jemals. Ich habe nie einen 500-Euro-Schein in meiner Tasche und ich nehme auch nie so viel Geld mit, weil es sein kann, dass es sonst verloren geht. Wenig, weil Barzahlung dadurch immer mehr und mehr nachlässt und ich strikt dagegen bin, dass alles online bezahlt wird, obwohl ich Informatiker bin. Aber mir wäre das eigentlich egal. So oft haben wir nicht 500-Euro-Scheine in der Hand. Im Prinzip ist wahrscheinlich nicht sehr wichtig, ob es einen 500-Euro-Schein gibt oder nicht. Wenn man halt irgendwann mal eine größere Summe zahlen muss, ist es, glaube ich, angenehmer, dass man weniger im Geldbeutel hat.